Ja, ist gut. So, mein Mikro ist rausgerutscht. Darf ich das dran machen? Warte mal. Nee. Jetzt ist die Stimme ganz weg. Ja. Ey, was ist denn hier los? Wo ist denn die Stimme auf einmal weg? Ach, ich habe so viel Heroin genommen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Du hast mich am Anfang da. Warst du doch am Anfang der Sendung, oder? Ich? Nee. Ja. Du hast mich toll nachgemacht. Vielen Dank. Diese ganzen Gesten. Ja, das geht. Wir haben noch keine. Das Gesicht stimmt nicht, aber die Arme stimmen. Das ist jetzt ein Kompliment oder was? Ich weiß gerade auch nicht. Lass mal wirken. Sollen wir mal zeigen? Für mich wäre es praktisch, wenn ich zum Beispiel. Eine Urlaubsvertretung. Ja, wenn ich zum Beispiel keinen Bock habe, meine Arme jetzt mal, sagen wir mal, so zu bewegen, könntest du das ja für mich machen. Oder? Alter Trick? Ja. Hallo. Alter Trick, so. So, na, meine Damen und Herren. Ja, Moment. Meine Damen und Herren, wir haben doch keine Zeit, ja? Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, bitte, ja. Lassen Sie mich mal nachdenken. Was haben wir denn heute? Ja, hier. Was haben wir denn heute in der Sendung? So, es gibt ja, wollen wir nicht mal was zum Weltfrauentag, ein tolles Frauenduett singen? Nee. Und wir haben drüber nachgedacht, aber es gibt irgendwie gar nicht so viele. Nee, es gibt Frauenduette. Nee. Was gibt es? Ich kenne nur so ein paar, so, ich stehe auf Baccarat. Soul. Baccarat. Sorry, I'm a lady. Ja, sorry, I'm a lady. Mhm. Aber yes, sir, I can boogie. Nee, kommt nicht in Frage. Nee, kommt nicht in Frage. Was gab's sonst noch? Dann gab es noch von Annie Lennox und Aretha Franklin, Sisters are doing it themselves. Ja, auch Frauen machen sich, ja. Was? Pfui, mein Lieber. Ja, ja, gut. Oder Deutsch, wenn dann nur was Deutsches singen, oder? Mein Lieblingsduett ist aber kein Frauenduett. Sondern? Kennen Sie noch von Dieter Hallervorden und Helga Feddersen? Die Wanne ist voll. Kennen Sie das? Dieter Hallervorden? I speak English. Sollen wir singen? Dann mache ich Helga. Die Wanne. Du machst Helga Feddersen und ich mache Dieter Hallervorden. Moment, mit der werde ich sowieso oft verwechselt. Ah, gut, die Wanne ist voll. Da müssen wir natürlich dementsprechend dann auch gut aussehen. Ach ja, hast du was für mich? Und wie durch Zufall habe ich eine Taucherbrille hier für dich. Also mir steht so gut. Ja. Wer es tragen kann. Gut. Hast du ein Mikrofon? Ja. Soll ich einen Schnorchel singen? Was? Ach, dann machen wir gleich. Hat der gute Textverständlichkeit, Stefan. Okay. Band, bitte. I speak English, I can tanzen, and I look unheimlich gut. I have always gute Chancen. What say you denn da dazu? I stimm you zu, you are echt nicht schlecht. And your Stimme is ein Hit. I want to be deine Partnerin. Music for an Isaac Mitz. Du, die Wanne ist voll. Oh, oh, oh. Die Wanne ist voll, mein Mund. Die Wanne ist voll. Du, die Wanne, die ist voll. Oh, 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 let's go hinein. And then I'm mine. Die Wanne ist voll. Ich ersticke. Du siehst ja gar nichts mehr. I want to be deine Partnerin. Du siehst ja gar nichts mehr. Ja, aber es steht dir gut, solltest du öfter tragen. Aber es gibt noch ein Duett, was wir fabelhaft machen können. Mir war das auch nicht zu stramm. Hast du dich liften lassen, oder was? Was soll denn die Frage jetzt? Ja, zeig doch mal. Mach doch mal. Es ist Weltfrauentag. Jetzt mach doch mal. Sprich dabei. Sprich. Ja, sprich dabei. Sprich dabei. Wie heißt das? Mach jetzt. I want to be deine Partnerin.
Zwillingsgeborenen. Ja. Oh, es ist wie ein Kindergeburtstag bei dir. Ja, ehrlich, herrlich, oder? Jetzt machen wir noch was anderes. Kennst du noch Roy Black und Anita? Ja, muss ich Anita singen? Du bist Anita. Anita war, glaube ich, damals 4 oder wie alt? Jedenfalls 9. Der Roy Black, der war groß und Anita war ganz klein und kam irgendwie aus Holland oder so. Ja? Ja. Und Roy Black. Musst du aber Zöpfe machen? Kannst du dir Zöpfe machen? Zöpfe machen? Ja, dann musst du aber ein schwarzes Toupet tragen. Duh! Hab ich nicht. Ist egal. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Aber die war sehr klein und er war sehr. Ich hab einen Trick, pass mal auf. Ja, vertraue mir. Ja, genau. So, dann wollen wir das jetzt mal machen. Die war ja ganz klein, die Anita. Ja, ich hab's schon verstanden. Die war übrigens später mal mit Mike Oldfield verheiratet dann. Hast du das auf der Klugscheißerschule gelernt? Ja. Das hast du von mir. Ah. Gut. Wie ging das denn noch? Okay, gut. Und bitte, Achtung. Das Schönste am ganzen Tag, das sind die Pausen. Das ist auch immer in der Schule so. Das Schönste im ganzen Jahr, das sind die Ferien. Das macht auch immer unsere Lehrer froh. Da kann man endlich tun und lassen, was man selber will. Dann sind wir alle fröhlich und keiner ruft sein Schild. Das Schönste im Leben ist die Freiheit, denn dann sagen wir Hurra! Schön ist es, auf der Welt zu sein, sagen die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stiften ein. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Cha, cha, cha. Danke, Elke. Ja, jetzt kommen wir zu einer jungen Frau. Sie ist neu im Showgeschäft und sie ist heute Abend zum ersten Mal zu Gast in einer Fernsehshow. Begrüßen Sie ganz herzlich Nachwuchstalent Antje Engelche. Hallo. Du siehst fantastisch aus. Yeah. Was soll der Aufzug? Was soll der Aufzug? Mann, ich feiere den Elvis seinen 67. Geburtstag ja, heute. Ja, der war aber gestern. Der war gestern. Moment mal eben. Unterhalten Sie sich mal untereinander? Der war gestern. Du bist einen Tag zu spät mit deinem lustigen Kostüm. Ich habe mich komplett jetzt hier reingezogen. Ja. Das ist das Kostüm von Philipp. Und das war zu eng und da mussten wir hier eine kleine... Dein dünner Gitarrist. Ja. Da mussten wir hier... können Sie ein bisschen sich kennenlernen? Das ist wahr. Ich habe einen Song einstudiert. Nein. Ja, ich singe. Jetzt setz dich ja erstmal hin. Ich reg mich so auf gerade. Merkst du? Ja, total. Hör mal, was machen wir jetzt? Steht dir aber gut, pass auf, dass hier nichts rausfällt. Oh. Sieh mal ein bisschen zu. Entschuldigung. Ja. Ey, aber kann ich bitte den Song trotzdem singen? Ich habe das jetzt den ganzen, pass auf, hast den ersten offiziell. Hast du Sendung gesehen? Dann hättest du gesehen, dass gestern Elvis. Ich habe doch gestern, ich war doch noch spät in der Fabrik am Malochen. Ja. In der Showfabrik. Ja. Ich bin noch Mitglied von der ersten offizielle Elvis-Fanclub. Bist du? Und die gucken alle zu und für die habe ich heute den Song Was für einen Song hast du denn? Are you lonesome tonight? Are you lonesome tonight? Ja, wir sagen in Pott, sagen wir an the lonesome tonight. Na gut, wenn es dich glücklich macht, dann spielen wir das hier. Ja, geht das? Ihr habt das doch auch. Wird das Sie sehr stören? Dann spielt der, hilf mir, der Stefan. Spielt ein bisschen Gitarre und bestimmt ist hier ein Mikrofon versteckt. Und so. Du willst es aber bitte im Mittelteil... Von Are You Lonesome Tonight. Dann müsstest du bitte auch diesen... Da, wo der Sprechteil ist. Da kommt ein Sprechgesang. Genau. Ein Rap. I wonder if you're lonesome tonight. Genau. Ja, okay. Soll ich die Brille auflassen? Are you lonesome? Kommst du eigentlich so tief? Was? Kommst du so tief? Ist mehr, ja, das ist ein Stückchen. Ja. Kommst du so tief denn eigentlich? Läuft dir gerade ein bisschen runter, Stefan, ein bisschen aufwärts. Are you? Ja, okay. Morning.
McIntyre. Miss Rollin. Ach, are you lonesome tonight? Ich bin ja noch im falschen Song, ich werde wahnsinnig. Und das läuft gut, ne? Ich mal einen kleinen Scherz. Ja, ich darf auch mal einen Scherz machen, nicht nur du. Du bist aber eine Ulk. Jetzt mal richtig kommen. Jetzt komm. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do you gaze at your chairs and your partner? Do they seem there? And you gaze at your doorstep and you picture me there? Vielleicht unterhalten Sie sich untereinander. Okay. Do you miss me? I am Are you here? Are you lonesome? Jetzt der Sprechteil. Klappt ja super, ich muss alles selber machen hier in dem Scheiß. Weiter! Ja. Heute Morgen noch bringe ich die beiden Kinder in den Kindergarten, die sitzen in der Küche, ich mache Kaffee und Tee für die ganze Bagage und da klingelt es an der Tür. Wer ist an der Tür? Wolfgang Petri. Er hätte aus Versehen mit seinen Freundschaftsbändchen geduscht, die wären jetzt alle so eng und täten weh. Ich sage, Wolfgang, setz dich in die Küche zu den Kindern, mach den Kaffee. So, geht's Handy? George Bush, amerikanischer Präsident. Er hätte gerade ein Problem, wer denn im Moment der deutsche Außenminister sei. Ich sag, Mensch, George, kann sich nicht mal selber drum kümmern. Sag Kinkel. So, Wolle aus der Küche, wo sind die Kaffeefilter? Ich muss mich um alles kümmern. Geht nochmal das Handy, George Bush nochmal dran. Stimmt gar nicht mit Kinkel und so weiter. Riesiges diplomatisches Chaos und so weiter. Ich sag, ist mir doch egal, kümmere dich selber drum. Let your heart ring and say that I come back one day. Tell me, dear, are you lonesome tonight? Die Hüfte. Ja. Wir haben nämlich gestern darüber gesprochen, ob es weibliche Elvis-Imitatoren gibt. Und jetzt wissen wir, nein. So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einer jungen Frau, die lange beim FC Bayern gespült hat. Und sie ist ganz, ganz lustig. Und heute ist sie bestimmt noch lustiger als sonst. Herzlich willkommen, hier ist die wunderbare, aufgebiete, selten erreichte Anke Engelke. Anke Engelke, die wunderbare Anke Engelke. Hallo, die wunderbare Anke Engelke. Was? Ja. Ach so. Schlechte Witze. Ja. Das ist dein Applaus, Anke, und jetzt setz dich hin. Herzlichen Dank. Wie geht's dir? Und du hast aber heute ein tolles Kleid an. Ja, das ist der Jeans-Look. Das ist der Jeans-Look? Aigo 80s. Ach was? Ich glaube ja. Ich glaube, das kommt jetzt wieder. Hallöchen. Das war kein Furz, sondern mein Schuh. Ja. Klar, aber... Ich wollte gerade sagen. Aber du kannst nebenbei furzen, dann hört man es nicht. Nicht? Also wenn ich mit dem Schuh hier rummache, kein Problem. Ja. Paris, Athen, auf Wiedersehen. So. Bescheuert. Ja. Sehr albern. Du bist ein bisschen bescheuert.
Warum guckst du mich so komisch an? Weil du so komisch hast, die Augenbrauen versucht, hellblond zu färben. Nein. Ist in die Hose gegangen oder was ist da? Ja. Irgendwas komisch heute. Ich wollte so aussehen wie du. Da habe ich mir die hell gemacht, aber es hat nicht geklappt, ne? Aber ist egal, komm, Schwanzhumor. Nee. Das hast du echt versucht, oder? Mann, ja. Macht man das bei einer Frau? Jetzt kannst du mich auch noch ganz andere indiskrete Sachen fragen. Was? Das macht man nicht bei einer Frau. Die spricht man nicht auf ihre Gesichtsfrisur an. Wieso? Man sagt nur einfach, na, du siehst ja heute wieder mörderscharf aus. Sowas, das muss reichen. So, ja, weiter. Das war doch impliziert. Weiter, wir haben keine Zeit, wir sind live drauf. Jetzt kommen wir zu einer jungen Frau. Ich habe eben schon gesagt, sie ist nicht nur die Schönste, sondern auch noch gleichzeitig die Dickste. Nein, die ist, also ist wirklich eine rank und schlank, ja, die schönste Frau, die es gibt im Showgeschäft. Dazu noch intelligent, klug und witzig, meine Damen und Herren. Hier ist die wunderbare Anke Engelke. Hello! Wie geht es? Anke Engelke! Ich hab nur Spaß gemacht. Ja. Ich hab nur Spaß gemacht. Ich hab nur Spaß gemacht. Aber es ist doch richtig, ich hab ein großes Ding da hinten. So wie du eins vorne. So ein großes? Ach, Nase? Ja. Ja, okay. Nein, das war nur ein Spaß natürlich von mir. Nein, das finde ich aber sehr schön. Das empfinde ich als Kompliment. Ich buche das auf die Plusseite. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt. Warum denn? Ja, ich bin das erste Mal jetzt im Fernsehen. Und da ist ja der ganze Adrenalinpegel höher. Warst du so aufgeregt, dass du dir obenrum auch direkt eine Hose angezogen hast? Das hat der. Ey, das ist vom Klaus Fischer, der Witz! Was? Der ist von meiner Schwester, der Witz. Ja, hat der auch schon gemacht heute den Witz? Ja. Ach, die Band hat sich heute auch schon über dich lustig gemacht? Sicher. Ich war schon das Gespött der Band. Ja. Weil die sagten, hast du die Hose jetzt echt so weit hochgezogen? Das ist ja mal ein modischer Gag. Ja. Aber das hat schon meine Schwester, der Klaus, gesagt. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir uns hier nicht verquatschen. Wir müssen ein bisschen voran machen, damit weil bei der Band lassen die Drogen nach langsam. Wir müssen das hier Sendung zu Ende. So. Was wollen wir sagen? Ach so, es geht ja bald wieder los mit Ladykracher. Alle warten drauf. Ja, und du bist ja, das muss ich kurz sagen, du bist ja nominiert für den Deutschen Fernsehpreis. Und den zwar, du schon hast. Und zwar zweimal in der gleichen Kategorie. Ja, politische Journalistik. Das heißt, auf jeden Fall wirst du verlieren. Ja. Dieses Jahr. Ja. Auf irgendeiner Seite. Kommt die Überraschung. Du bekommst ihn nämlich. Nein, da Doch, sind ja noch ich andere nominiert. Nein, ja, aber ich weiß es schon. Ja, ich habe den noch selbst mal bekommen, 99. Ja. Und da wusste ich auch schon eine Woche vorher Bescheid. Ich habe dort angerufen und gesagt, Anke Engelke bekommt den. Quatsch mit Soße. Nein, das doch, ohne Scheiß, ich schwöre. Du wirst sehen, wann ist die Verleihung? Am 6. Oktober. 6. Oder? Oktober. Also, nageln Sie mich drauf fest, ich schwöre, ich habe heute telefoniert mit einem, ich darf jetzt nicht sagen, mit wem, ja, aber einem aus der... Das ist aber nicht gut, das darfst du nicht sagen. Nein, das ist aber das so. Ist ganz, ich finde das ganz spannend und aufregend. Die Preise sind nicht wirklich wichtig, weil... Ja, aber jetzt weiß es ja schon. Brauchst du gar nicht mehr hinzugehen. Brauchst ja nicht den Abend mit den Pfeifen um die Ohren zu schlagen. Wie bist du denn drauf? Ich finde das super, da hinzugehen. Ich will ein schönes Kleid anziehen und da hingehen. Da will ich dem Team danken und so weiter, so, der gut. Familie. Und dann okay. ist alles super. Und dann gut. Das heißt, ich habe dir jetzt den Spaß verloren? Einmal im Jahr betrinke ich mich dann auch. Ich vertrage ja nichts. Einmal im Jahr? Ja, wenn ein guter Anlass da ist, dann... Du bist ja schon dreimal bei uns in der Sendung im Jahr. Und da bist du ja immer... Das ist ja schon dreimal. Du behauptest immer, ich sei betrunken, wenn ich hier sitze. Das ist gar nicht wahr. Ich habe seit 4 Jahren nicht geschlafen. Ich bin einfach ein bisschen... Ich arbeite sehr viel. Ah, verstehe. Und das kommt daher. Du bist ja auch musikalisch talentiert. Das haben wir hier schon bewiesen. Wir haben ja hier schon zusammen mal gesungen. Ja, De Wanne ist voll, haben wir gesungen, von Dieter Hallervorden. Das ist später mal verwurstet worden in einem lustigen Video. Hast du das eigentlich gesehen? Wir zwei mit Taucherbrillen. Nee. In dem Video ist alles vergiftet. Wie heißt denn der? Den kannst du so gut nachmachen. Was? Ein Professor ist alles vergiftet. So ein Hip-Hopper, wie heißt denn der? Ach so, ja. Wie heißt der irgendwie? MC Pfeife oder so. Ich weiß Ice nicht, ob kann das sein, dass er das gemacht hat? Eisschnee? Wie? MC Ferris? Was, Ferris? Nee.
Eisfeld. Eis was? Ja, und da war das drin. Also was immer man hier macht. Der hat einfach in sein Video rein? Ja, ganz lustig. Der hat sich einfach den Ausschnitt genommen und in sein Video reingebracht? Ja, weil ja, ist das denn überhaupt erlaubt? Nein, der fand uns... Sich da einfach Ausschnitte von anderen Sendern zu nehmen und die einfach in Ja, das ist ja ein Skandal. Ja. Den verklage ich. Nein, der hat das ja gemacht, weil er uns so blöd findet, nicht weil er uns so toll findet. Ach, der findet uns blöd? Ja, ja. Bist du sicher? Ja, ist doch lustig. Ich finde ihn total super. Ja, du Schleimer. Nee, ist wirklich wahr.